Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Binden vom Isaac Repentance. In der letzten Folge hatten wir wieder einen kleinen juicy Azazel Run. Unsere Mission ist ja immer noch einfach nur Mom's Heart elfmal zu besiegen. Wir sind zwar nicht ganz durchgekommen, weil ich gar nicht darauf eingestellt war, dass wir jetzt halt sogar bis zu The Lamb kommen, weil wir das Negativ schon unlocked haben. Aber was soll's, ist ja egal. Es läuft ja nicht weg, ne? Es läuft ja nicht weg. Dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt den ganzen mal und spielen eine Runde Lazarus. Lazarus, aua. Aber den haben die wohl irgendwie verändert, habe ich auf der PlayStation rausgefunden. Denn früher war es so, dass Lazarus quasi ein Leben extra hat. Das heißt, auf dem ersten Floor hast du irgendwie versucht zu sterben und hattest dann halt einen Buff für den Rest. Ich hatte jetzt auf der PlayStation aber das Gefühl gehabt, dass wir dieses extra Leben auf jedem Floor bekommen und auf jedem Floor gucken müssen, wie wir sterben. Das heißt, eine andere Strategie? Keine Ahnung, wir gucken einfach mal rein. Vielleicht irre ich mich auch, aber er startet mit einer Pille und da haben wir Health Up. Das ist schon mal kacke, dass wir das jetzt haben. Wäre besser gewesen. Ach, wir können ja gar nicht fliegen. Ich habe eben gerade ja die Azazel-Aufnahme gemacht. Muss mich schnell umgewöhnen. Aua. So. Das ist aber auch ein ekliger Raum hier. Aua. Die Steinklopse da, die schubsen einfach nur und die Typen spritzen hier in alle Himmelsrichtungen. Und wir sind weak as hell. Naja, obwohl. 3,5 Damage ist eigentlich Standard. Ah. Wow, wer seid ihr denn? Normalerweise schießen die doch in so sternförmig. Also kann sein, dass der Run gleich schon wieder vorbei ist. Sad Bombs. Eigentlich relativ stark. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt sowas wie Dr. Fetus oder so. Dr. Fetus. Dr. Fetus ist ein Item, wo du statt Tränen halt Bomben schießt. Und wenn du dann irgendwelche Synergies damit hast, ist immer ganz geil. Weil die Sad Bombs, wenn die explodieren, dann schießen die quasi unsere Tränen, die wir haben, nur in verstärkter Form oder so. Irgendwie so weit war das. Ein Herzilein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie Lazarus wirklich jetzt funktioniert, ne? Also, wenn ich ein Soul Heart finde, dann werde ich mal gucken, ob wir uns irgendwo killen können. Und dann schauen wir einfach mal, wie das weiter funktioniert. Nichts Weltbewegendes. Boah, das sind aber auch schon krassere Räume hier. Ah. Full Focus, Maximum Effort. Schon wieder ein Herz. Naja. Ein Spirit Heart wäre tatsächlich noch echt was Schönes. Aber bis jetzt soll es wohl einfach nicht sein. Das Spiel sagt nein. Ein kleiner Rhyme. Muss auch mal sein. So. Okay, was haben wir hier als Baus? Dingel. Boah, ja. Der spawnt hier seine Boys. Können eigentlich mal eine von den Sad Bombs ausprobieren, ne? Why not? Bam. Der Fokus ist real. So. Nein, das wollte ich nicht. God damn it, Ich wollte hier unten vorbeigehen und mich dann irgendwo killen und das dann nehmen. Naja, egal. Wir müssen ja nicht sterben. Es ist ja nur ein, es wäre halt nur ein Buff. Egal, dann laufen wir mal so weiter. Wir haben kein Spirit Heart bekommen, aber wir könnten in den Curse Room hinten rein noch. Vielleicht ist da ja was Schönes. Richtig verkackt. Er dodgt hier allen Tränen und allen Gegnern, aber schafft es nicht, im Item vorbeizulaufen. Da wäre so ein Dingsbums, ihr wisst schon Bescheid. Töte ich mich jetzt? Nehm das Ding? Nee, ich nehme es einfach so.
Es gibt ja sogar irgendwie, man unlockt einen Charakter, wenn man es schafft, einen Lazarus Run zu schaffen, ohne zu sterben. Also ohne sein Extra-Leben zu benutzen. Wer war das? Bethany oder so? Das sind halt Charaktere, die ich auch noch nicht kenne. Deswegen, keine Ahnung, verzeiht mir, wenn ich die Namen noch nicht so auf dem Schirm habe. Aber das werden wir alles lernen. Curse of the Unknown, super. Wir wissen jetzt nicht, was für Items wir bekommen. Ach nee, wir sehen unser Leben nicht so rum. Wir haben, okay, ich wollte gerade sagen, wir haben ein halbes schwarzes Herz. Nicht mehr. Das heißt, wenn wir einmal getroffen werden, dann war es das schon wieder mit dem Devil. Heißt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und zur Not auch mal mit den Bomben arbeiten oder so. Hier mache ich das jetzt, weil das ist mir alles zu wild. Hat nicht allzu viel gebrungen, aber naja. Oh. Ich mag die gar nicht. Aber wer mag die schon? Nachdem sie ihre Schussanimation gemacht haben, bleiben die halt immer noch kurz stehen und werden dann auch nicht mehr schießen. So versuche ich die immer zu killen. So, der Dude da oben ist auch sehr, sehr kacke. Ist immer so schwierig, die zu erwischen, weil die halt so... Na egal. Reden. Wer macht das schon? Oh ne, jetzt haben wir auch noch zwei davon und einen Champion. Aber droppt er vielleicht ein Spirit Heart, weil er so Champion-mäßig ist? Oh, bitte. Ich würde so gerne den Devil Deal nehmen, ne? Tanky. Ah. Kein Spirit Heart. Ich suche nochmal den Item-Raum. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was uns protected. Oh, so ein kleines Holy Mantle oder so. Würde ich schon sehen, ne? Da sehe ich uns, das haben wir auch verdient. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir halt das Negative haben und tatsächlich standardmäßig jetzt scheinbar zu The Lamb kommen. Das ist super nice. Was ist das denn? Ein Glückskeks. Habe ich das Item vergessen oder kenne ich das nicht? Also es sagt mir gerade wirklich nichts. Mach nur schnell das Feuer aus. Fortune Cookie, Reusable Fortunes. Okay. Was hat das gebracht? Ha! Nein! Schnell, obwohl, 10 Euro. Wie. Da ist auch ein Tinted Rock. Oh Gott, was. Okay, okay, okay. Tinted Rock. Okay, nur eine Kiste. Oh, nicht treffen lassen. Okay. Wow! Ah, oh, kein Spirit Heart. Was ist mit euch hier? Ah, ich kann aber rerollen. Gib mir ein Spirit Heart, bitte. Ich würde so gerne den Devil Deal nehmen. Ich weiß halt nicht, Fortune Cookie, das scheint wie diese Fortune Machine zu sein. Und in der Fortune Machine können halt auch, da kommen manchmal halt einfach nur diese Texte. Aber da können auch Spirit Hearts und so rauskommen. Das heißt, nehme ich jetzt die Batterie und benutze das Ding nochmal, in der Hoffnung, dass ein Spirit Heart kommt. Oder rolle ich weiter mit 4 Cent und hoffe, dass dann ein Spirit Heart kommt. Oder ich mache beides. Ich nehme das. Gut. Und jetzt kann ich mir nichts mehr leisten. Oh, die Bombe, die wäre ja so juicy jetzt, ne? Mm. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach Pro-Gamer sein und den Boss killen, ohne einen Hit zu kassieren. Ich glaube, das ist es. Kann der Secret Room hier vielleicht sein? Nein, kann er vielleicht hier sein? ich weiß nicht, ob wenn wir da... Okay, egal. Nein, 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 nein. Bitte! Ja, ja. Okay. Hawk Champ. Magic Scab, HP und Luck Up. Und was haben wir hier? Pentagram, oh, der war die Daddy, sag ich, Emmy Dimmy. Und meins. Und nochmal ein Damage Up. Alright. Gut, weiter geht's. Dann nutzen wir jetzt halt Lazarus' Skill mit seinem Extra Life halt einfach nicht. Was soll's. Wir haben richtig viel HP. Vielleicht kriegen wir Maggie unlocked. Dafür brauchen wir doch 7
Herzcontainer, oder? Wir haben jetzt 6. Also ein HP-Up noch. Und der Typ kann sogar HP-Ups droppen. Er kann. Oh. Wäh. Oh, oh, oh. Die Glatze wegrasiert. Ah, hat er nicht gemacht. Bring him the photo. Wem? Welches Foto? Was sind das denn für Spinnen? Ach, die, okay. Die habe ich ja ganz vergessen. Komm bitte, Spirit Heart, irgendwas. Ich fühle mich so unsicher. Unsere Fire Rate ist halt auch alles andere als nice. Gucken, wie wir die Typen jetzt hier wegkriegen. Okay, einer ist down, zwei down. Okay, das ist halt doch besser als gedacht. Da kommen bestimmt die Knochen-Dudes raus. Nee, noch nicht? Okay. Ah, danke. Also alle zwei Räume hast du die Chance auf den Spirit Heart. Ich mach's. Ich werde den Raum eh nie wiederfinden, weil Curse of the Lost und so. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Hits und dann nochmal die zweite Phase, ey. Okay, die geht. Die sind viel zu tanky. Gut. Kein Ding. Ich hasse Curse of the Lost. Mein Orientierungssinn ist dafür einfach nicht ausgelegt. So. Marry and reproduce. Das klang gerade, als hätte ich irgendwas aufgesammelt, aber habe ich gar nicht. Gut, gut, gut. Way! Ich wollte dodgen, aber ging nicht, weil hier war ein Loch. Nun, ja. Oh. High Priestess. Gut. Jetzt bewahren wir uns auf. Ja. Ah. Gut, noch haben wir die Chance nicht versaut. Komm, gib. Bitte. Magic Mush. Magic Mush, komm. Bitte. Ah. Oh ne, nicht schon wieder. Okay, wenn die sich ein bisschen aufteilen, dann ist das alles entspannter. Zack. Ja, schleppender Run bis jetzt. Aber das kommt schon noch. Nee, nee, nee. Okay, easy peasy. Ja! 36% haben wir gesaved. Boah, wir sind jetzt schon bei 14 Minuten Aufnahme. Und auf dem dritten Floor oder so gefühlt. Boah, ich hasse das. Bitte. Okay. Okay, okay, okay. Wait. Also was hat das Spiel mit diesen Dudes hier? Oh, nicht gesehen. Oh, ich vergesse manchmal zu atmen, weil ich so angespannt bin. Immer locker, flockig bleiben. Also jetzt wäre ich sogar dankbar für Soy Milk. Die Fire Rate, die wir... Ich sehe nix. Hallo. Die Fire Rate, die wir haben, die ist halt aus der Hölle einfach. Like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. Au. Oh, zum Kotzen hier. Oh,
Quatsch, mir diese dicken Spinnen hier, die sind... Bah. Bleib stehen! Oh nee! Mutter! Blister. Und wieder kein Spirit Heart. Nice. When life gives you lemons. Nee, das konnte ich nicht lesen. Aha! Hört doch bitte auf damit. Boah. Aber manchmal fliegen die Dinger auf einmal so richtig schnell. Oh. Okay, ab in den Room hier. Wir waren noch nicht im Item... Ach komm, das ist doch... Wir waren noch nicht im Item Room. Ich gehe mal da rein und nehme High Priestess. Oh nee, so ein Spinnenboss jetzt hier. Ja! Mutti, danke. Mutti hat einen richtig feinen Footjob gemacht. Moment. Job mit ihrem Fuß. Egal, ich höre auf zu reden, ey. Das ist ja... So war das nicht gemeint. Ich möchte mich entschuldigen. Okay, wo geht's weiter hier? Ich würde ja doch schon gerne noch das Item mitnehmen, ne? Aber ich werde den Weg nie wieder zurückfinden. Hier oben? Ne, von da sind wir gekommen, oder? Ne, sind wir nicht. Oh. Shop mit 7 Cent. Hm. Könnte gut sein. Chaos. Och, Mann. Ich würde es so gerne haben. Aber ich will halt auch die Donation Machine jetzt nicht andauernd abusen. Komm, wir nehmen das mit. Joker! Und rein! Ach, Mann! Aha! Krampus, bitte. Hat er mich gerade doppelt getroffen mit dem Strahl? Oh. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Wow! Da hat er richtig Gas gegeben plötzlich. Hör doch einfach auf damit. Danke. Ha! Lamp of Coal wenigstens. Gut. Ein bisschen Damage. So, Item Room jetzt noch. Ja, das ist schon ein sehr krasser Kontrast zu den letzten beiden Runs eigentlich schon, ne? Aber hey, believe und dann läuft das auch. Boss Rush wird, glaube ich, eh nichts. 15 Minuten jetzt schon und ein goddamn Herz ab. Aber egal, wir haben Maggie unlocked. Und Challenge 5, Challenge 10. Also die Range, ne? Pff. Lamp of Coal macht ja mehr Damage, je weiter die Tränen fliegen. Na gut, auf zum nächsten Floor. Da wird er wieder auf Klo erwischt. Kennen wir schon. Oh, Item Room direkt hier. Ey. Lil Dumpy wieder. Das ist der Typ, der Forts. Ich glaube, der hat mir in diesem einen Run... Was geht hier ab? Das ein oder andere Mal tatsächlich, oder hat mich gesaved. Aber so allgemein, weiß ich nicht. Bin ich nicht der größte Fan. Hematemesis, jetzt wurden unsere Herzen alle noch ganz schön leer gemacht. Das ist super. Danke für gar nichts wieder mal. Wir kommen da nicht an, ne? Das ist ja peinlich. Was haben wir da? Emperor, wir können direkt zum Boss. Boah, hier muss gerade... Das ist wie Dark Souls. Jeder Gegner wird hier ernst genommen. Und Health Down. Wunderbar. Choose your own path. Na klar. Dankeschön. Furzmann. Knorpelwesen. Da war der Deal gone. Oh, die schnellen auch noch. Ja, einer weg. Jetzt hat er ihn in mein Gesicht gefurzt. Dankeschön. Birth got cancelled? Was stand da? Oh Gott. Ach, du blöde Sau. Mach auf. Ja. Und plötzlich sieht das alles schon wieder ganz schön gefährlich aus, was hier passiert. Was ist das? Hallo? Ah.
Alter, dieser Keks ist ja das allerletzte. Warum bin ich hier reingegangen? Oh, Spirit Heart für 3 Cent. Und Buddy in der Box wieder. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Komm, gönn mal Geld. Nee. Nee. Na gut, hier wenigstens. Und da gehe ich auch rein. 1, 2, 3. Und hier haben wir nochmal ein HP wenigstens. Das versuche ich am Ende mitzunehmen. Danke. Oder komm, ich nehme es jetzt mit. Jetzt ist es ja geschützt von meinem Spirit Heart. Soul Heart. Oh Gott. Super Tanky Boy. Da oben ist ein Tidal Rock. Hab ich sofort gesehen. Sofort habe ich das gesehen. Brack. Nein. Oh. Die waren One-Shot. Wahrscheinlich, weil die Damage gekriegt haben von meinen Tränen, die aus der Bombe gekommen sind. Und wann haben wir Speed up. Okay. Yeet, yeet, yeet. Achtung, Achtung, sie kommen von überall. Oh Gott, ey, das ist doch... Das ist doch eine Frechheit. Da starten wir mit dem Pentagram und dann ist es das... Ja, okay, den Stapler auch und Meat eigentlich auch. Das sind alles Damage-Ups, aber... Damage bringt halt nichts, wenn du alle 3 Minuten einmal schießen kannst. Komm. Mach weg. Ja, einer weg. Okay, okay. Okay, 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 okay. Weg. Weg. Und der letzte. Schön. Hat auch nur 8 Stunden gedauert, dieser Raum. Wir haben 28% Chance auf einen Deal. Das ist halt nicht so viel. Oh, hier noch einer. Spirit Heart. Hell yeah. Und Big Money. Okay, jetzt sieht es aber um unser Leben wieder wesentlich besser aus. Mega Fatty. Oh. Mhm. Ja, der ist halt super tanky, der Dude. Komm hier, nimm meine Bombe. Oh, das war die letzte. Hätte ich die tun sollen. Hoppala. 28%. Dream, komm. Yes. Nice. Und nochmal 2 Schlüssel. Okay, da haben wir wieder Sulfur. Und der Rest ist mehr so meh. Ich nehme Sulfur mit, aber... Ja, nee. Das kostet ja nur Spirit Hearts, ne? Aber da haben wir einen Charge hier drauf? Nee. Ich nehme das mal mit, weil ich vergessen habe, was es macht. Okay, Item Room haben wir, Shop haben wir. Ich meine, das ist jetzt eh ein Slow Run, ne? Wir gehen mal weiter. Vielleicht finden wir interessante Dinge. Und brr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 
Huhaha. Okay, da ist die Bombe. Hallo? Und was haben wir hier nochmal, Emperor? Da könnten wir dran spielen, aber... Gucken wir uns erstmal den Shop an, ob es sich lohnt, Geld zu sammeln. Weh! Bam. Och, das war close. Och, nee. Keiner mag euch, ganz ehrlich. Ja, Sulfur mit einem 3-Raum-Charge ist halt ein bisschen wack. Hier nutzen wir es. Auch nichts Dickes drin. Uah! Uhahaha, hihahaha, hohaha. Okay. Und nicht mal ein Item. Also wirklich. Gar nichts hier. Nun gut. Es kann ja nicht jeder Run insane sein, ne? Es muss auch mal solche Runs geben, in denen man ein bisschen besser spielen muss. Wo die Items nicht komplett carryen. Carry on my wayward son. Oder was? Oh. 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 Hä? Das habe ich echt nicht gesehen. Oh, nee. Aber die können Spirit Hearts droppen, glaube ich. Jau. Oh ja, wir haben ja Sad Bombs. Die funktionieren dann halt auch mit Brimstone. High Priestess. Ja. Wow. Die hat er weggefeuert. So, jetzt gucken wir mal, was im Shop drin ist. Und wenn da was Nices ist, dann schauen wir mal, ob wir die Blood Donation Machine doch noch spielen. Alles klar, hat sich erledigt. Bra. The High Priestess. So, dann nehmen wir Emperor wieder mit. Ich habe so das Gefühl, der Item Room ist hier oben und unten rechts der Boss. Mhm, weißt du Bescheid. Stirb. Danke. Rein da. Ach ja, stimmt. Wir sehen es ja gar nicht. So, was glaubt ihr, was es ist? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ihr hattet recht. Es war Freezer Baby. Woher wisst ihr das? Oder woher wusstet ihr das? Wie ist das möglich? Aber der ist ganz nice, ne? Der freest ja wieder die Gegner ein. War relativ strong eigentlich. So, wir gehen rein. Und noch eine Bombe, was ist hier? Oh, noch eine Bombe, naja, gut. Die Schokolade, oh, ich weiß nicht. Fühle ich gerade nicht. Ah, da. Da sind die Freezing-Effekte. Die wollen wir sehen. Hör auf! Das ist richtig satisfying, wirklich. Dieses crunchige Geräusch und dann auch noch der... Dass die so splittern und alles. Ah, das haben die nice gemacht. Cooler Effekt. War. Und brrr. So, zwei Schüsse. Cube of Meat. Naja, und... Es ist ein Double-Item. Satanic Bible wieder. Ja, die nehmen wir mit, oder? Also Satanic Bible ist mittlerweile schon ein Meme geworden hier. Kommt ja, seitdem wir sie unlockt haben, in jedem Run. Ich meine, Sulfur ist schon stark, ne? Damit könnten wir halt Mom's Heart zum Beispiel sehr easy wegmachen. Aber Satanic Bible wird uns beschützen. Und ich glaube, Defense ist aktuell der bessere Call. Hier ist aber noch ein Raum. Ja, das war es ja richtig wert.
Könnten die Secret Rooms sein. Wir haben auch nur 3 Bomben. Da nicht. Hier nicht. Boah, das war ja klar. Dankeschön. Und hier auch nicht. Naja, egal. Dann halt nicht. Der ist aber aufgeblieben. Ah ja, Sofa, ne? Klar. Gut, weiter geht's. Jetzt kommt erst Moms Foot. Oh, ich hab mich... Wirklich, ne? Ich hab mich vor 2, 3 Tagen so verlegen und seitdem tut mir alles weh. Ich werde alt. Necropolis 2. Und... Yo. Das war mal wieder die richtige Reihenfolge. Was haben wir hier? Friends to the End. Und Super Wrath auch noch, klar. Ein Bomben-Item. Mr. Mega, Bigger Bomb. Okay, unsere Bomben haben jetzt einen größeren Explosionsradius. Wäre halt wirklich nice, wenn wir jetzt irgendwie sowas wie Dr. Fetus oder so bekommen. Dr. Fetus würde ich jetzt sehr fühlen. Aber dann noch Pyromaniac bitte, ne? Das ist ganz klar. Oder den Hostet, das würde mir reichen. Weil die beiden Items, die sorgen dafür, dass wir keinen Schaden mehr von Explosionen nehmen. Und Pyromaniac würde uns sogar nebenbei noch heilen. Oh. Strength. Bam. Okay, okay, okay. Infamy. Sehr schön. Wieder ein bisschen Defense. Ist der Radius groß genug? Nein. Oh mein Gott, hör bitte auf zu schießen. Ach, ganz ehrlich, ey, wisst ihr was? Gar keinen Bock auf euch. Bliett. Wow. Gut, wir haben aber 22 Euro, die... Warte mal, erstmal hier, das ist ja logisch, ne? Das ist ja logisch. Spider-Mod, ey. Würde ich schon gerne haben. Na komm, nehmen wir mit. Was soll's? Was soll der Geiz? Wir sind doch hier, um Spaß zu haben, oder was? Duck, duck, duck. Au. Und? Infested? Boom. So. Ich bin wirklich richtig doll fokussiert, ne? Ich merke, wie ich auch weniger rede und so. Ich meine, HP-wise stehen wir gut da, aber das ist halt auch alles. Oh, er steht, der blockt den, ne? Das ist eine Frechheit. So. Gleich kommen aber die Floors, wo wir einen Full-Hard-Damage immer nehmen. Und dann wird's spicy. Hanged Man. War hier irgendwas? Ich glaube nicht. Isaac! Mutters! Oh Gott. Ist das Red Mom? Es ist Red Mom. Ha! So wenig Damage. Aua. Ja! Das ist ja richtig spannend hier gerade. Aber hey, solche Runs gehören dazu. Dann weiß man auch diese starken Runs wesentlich mehr zu schätzen. Ein bisschen mehr Shotspeed wäre halt auch ganz nice. Unsere Tränen fliegen halt so langsam. Super slow. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Hier gibt es das Negative. Negative. Und, ja. Weiter geht's. Jetzt wird's spicy. Utarau, Curse of the Maze. Gut, der Maze Curse ist nie ganz so schlimm. Manchmal werden wir halt in andere Räume rein teleportiert, wenn wir den Raum verlassen. Und dann kann man die Orientierung verlieren, aber wir haben ja eine Map, von daher alles easy. Bam. Ah, jetzt bin ich echt froh, dass wir die Satanic Bible mitgenommen haben, ne? Weil wir werden gut auf den Köppen bekommen hier.
es euch an. Guckt es euch doch einfach mal an. Wie weak sind wir bitte? Oh no. Ja. Also Freezing Baby, absoluter PogChamp aktuell. Der Rest ist mehr so, meh. Würde ich gerne haben, aber ich komme nicht ran, ohne Damage zu nehmen. Und wahrscheinlich sogar Doppel-Damage und das zweimal, also Quadruple-Damage. Ach, Curse of the Maze hat uns gerade einen Raum skippen lassen, habe ich gesehen. Das war close. Und Anarchist's Cookbook, nein danke, das spawnt wieder die ganzen Bomben überall. Auch nein danke. Ne, das kürzen wir ab, da habe ich gar keine Lust drauf. Easy. Und rein theoretisch geht der Run ja jetzt tatsächlich bis zum Lamp, ne? Von daher, wenn wir Lamp nicht schaffen, gilt der Run auch als lose. Dabei wollen wir doch nur Mams Hart besiegen. Oh ne. Oh ne. Wo ist denn der Typ? Ist er schon gestorben? Gar nicht mitgekriegt. Nun gut. Können wir die eigentlich... Oh Gott. Wie riesig er ist. Aber da ist ein Tittedrop. Können wir den einfrieren? Ne. Also vielleicht schon, aber... Wir haben es nicht geschafft, sagen wir mal so. Ja, lass dir Zeit, Bro. Lass dir Zeit. Danke. Secret Room. Ah, wenn, dann wahrscheinlich eher hier. Jo. Alles klar. Haben wir die zwei Bomben wieder bekommen, um den Raum zu finden. Immerhin. Immerhin. Oh, Daddy Longlegs. Das ist ja immer noch gar nicht Mams Hart. Oh, Mann. Ach ja, klar. Das war jetzt der erste Floor, ne? Utero. Utero numero uno. Aua. Bam, 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 bam. Oh, ey. Oh, da waren wir zu slow. Ich dachte, das würde gehen. Okay, Dark Matter. Immerhin ein kleines Damage ab. Und Dark Bomb. Der könnte uns natürlich wieder richtig saven, ne? Nehme ich mit. Easy. Easy. Weiter geiler. Jetzt kommt Mom's Heart. Und dann geilert weiter. Bratz. Oh, der Coupon. Danke für gar nichts. Ja, würden wir zum Devil Deal kommen, dann könnten wir uns damit ein Item for free holen, so, aber. Egal. Ha! Oh. Achtung, Hände. Kommt noch welche. Und das war's. Curse Room, kein Bock. Ja, jetzt haben wir durch Dark Matter, das was wir eben bekommen haben, das war ein Damage Up, aber gleichzeitig auf 4 Shot. Das heißt, die Gegner sind manchmal gefeared und benehmen sich dann ganz komisch. Oh, Hematemesis. Ja, gönn dir, Dark Bomb. 1, 2. Dankeschön. Ja, Dark Bomb, ey, wirklich. Ich liebe ihn. Ich gehe jetzt da rein. Was soll's? Okay. Hat sich überhaupt gar nicht gelohnt, aber... Aber hey. Theoretisch sind wir da umsonst gerade reingekommen durch die Hematemesis-Karte. Uns fehlt zwar jetzt ein rotes Herz da oben, aber das ist ja eigentlich relativ wurscht. Ich glaube, das kriegen wir schon wieder rein. Oh, nö. Nö, 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 nö. Ich meine, wir machen schon guten Schaden, ne? Aber unsere Fire Rate ist halt einfach sehr crap. Crap und Goyle. Das nehme ich jetzt einfach mal. Dann sind wir wieder voll, was das angeht.
hasse die. Ich hasse euch. Okay, die Batterien sind aber auch gerade sehr, sehr nice. Ich weiß nicht genau, was das macht. Mom's Locket, you feel a love. Aber vielleicht kriegen wir dadurch auch irgendwie mehr rote Herzen oder so wieder. Was mit Dark Bum halt ganz sweet ist. Bam. So. Oh yeah. Oh Gott. Ich bin gerade so in der Zone, ne? Das ist der Wahnsinn. Was ist das denn für eine Kacke hier? Oh. Da habe ich mich verdacht. Einen Gedankenfehler habe ich gemacht. So, wo geht's denn lang hier? Runter? Toll. Wir haben jeden Raum mitgenommen. Außer die richtigen. Waren wir hier schon drin? Ja. Das war der Coupon. Der Coupon. Mach ich kaputt, weil da können Herzen rauskommen für Dark Bum. Oh Lord, have mercy on my soul. Ich hoffe, dass wenn wir es schaffen, in den Darkroom zu kommen, dass die Items dort, die Devil Deal Items im ersten Raum, dass die uns richtig, richtig crazy stark machen. Da. Gönn dir. Gönn dir, Bro. Chariot. Okay, auch gut, auch gut, auch gut. Können wir auch bei Mom's Heart benutzen. Wir haben ja sogar den Cube of Meat. Das heißt, wir können mit Chariot nah ran an Mom's Heart. Und können sie dann damagen. Einmal mit der Chariot selber und mit dem Cube of Meat. Oder wir nehmen es für Satan oder so. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall wird das jetzt ein längerer Mom's Heart Fight. Ach komm. Oh mein Gott. Das war natürlich absolut geplant, ne? Also. Super Slow Run. Aber hey, wenn ich den Run schaffe, dann fühlt es sich auch wirklich deserved an. Hey, wir haben echt jeden einzelnen Raum hier aufgedeckt, ne? Weil wir komplett falsch gelaufen sind. Naja. Isaac. So. Zwei Hits für die Augen, das ist okay. Aua. Und jetzt geht's an die Wurst. Treffen wir sie von hier, ist die Frage. Ja, tun wir. Okay, einfach immer schön dodgen. Die Brees gehen mir richtig auf den Schwang. Oh, die machen alles kaputt. Ich versuche halt die Karte jetzt noch nicht zu benutzen, ne? Weil ich habe das Gefühl, aktuell komme ich gerade noch irgendwie klar. Wo ist er? Ey, die sind so kacke. Keiner mag euch. So, weiter geht's. Huh. Schön immer nur dodgen. Der Rest passiert von alleine. Jetzt kommen gleich die Lasers. Da hat sie mich wieder erwischt. Und das war's. Und wir haben die Chariot sogar noch. Aber warte mal, wir kommen glaube ich gar nicht weiter jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt weiterkommen, wenn ich da reingehe. Wir hätten da oben ein Self-Sacrifice-Room, womit wir weiter... Ich probiere es jetzt einfach mal. Nee, okay, Run ist vorbei. Naja, schade, aber hey. Oh, ich schwitze. Das war ein Slow-Run. Aber hey, muss auch mal sein. Das haben wir auch schon 10.000 Mal gesehen. Fetus in a Jar has appeared. Demoman has appeared. Wrapped Baby. Und Bethany haben wir unlocked. Ein neuer Charakter, den ich persönlich auch noch gar nicht kenne. Da bin ich also sehr gespannt drauf. Wir gucken nochmal kurz in die Stats rein. Zack. Wir haben jetzt 9 Mom-Kills, das heißt 2 noch.
Und dann geht es weiter. Ja, es war ein etwas langsamerer Run, aber ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, guckt gerne auf Twitch vorbei. Das steht hier oder da. Ich kann mir das nie merken. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und stay cozy.